Hallo und willkommen zu einer neuen Folge RimWorld. Und bei uns in der Kolonie, da geht einiges ab. Wir haben gerade in der letzten Folge angefangen, mal die Verteidigungsanlagen hier ein bisschen zu bauen, aber irgendwie sind die ziemlich unschlau und bauen das wichtige Stück hier irgendwie nicht. Jetzt fangen sie gerade an, endlich hier das Stück zu bauen. Weil das brauchen wir ja, damit hier unten überhaupt mal Strom ankommt. Ah, zwei Alpakas haben wir jetzt. Kommst bitte auch nach Hause. Genau, hier können wir gucken, was wir denen beibringen. Also nicht, was sie können, sondern was wir ihnen beibringen, oder? The animal can haul items. Okay. Kann er denn das wirklich schon? Er kann jetzt erst auf 4 auf 8. So, hier wird langsam weiter abgebaut. Jetzt kann ich euch noch ein bisschen mal was zusätzlich zum Abbauen geben, aber dann passt das auch. Denke ich mal, warum habe ich hier... Warum habe ich das ausgewählt? Da ist ja gar nichts. Oder? Das ist Slate. Und hier ist Granite, also ist vollkommen egal. Das muss nicht abgebaut werden. Die Alpakas laufen jetzt rum 0,67%. Also es wird besser hier mit ihm, aber es wird noch einige Zeit dauern wahrscheinlich, bis er zu uns gehört. Was macht denn das Alpaka? Wie fressen die denn? Laufen die hier rein und holen sich das Essen, oder? Das wüsste ich ja auch mal gern. Ich könnte auch mal überlegen, hier eine andere Tür hinzubauen. Nämlich eine Autodoor. Weil da wird natürlich viel hin und her gelaufen wird, wegen dem Essen und so. Und es würde natürlich das Kochen deutlich beschleunigen. Komm, dann sagen wir doch mal hier. Cargo Pots. Gucken wir erstmal, was da runtergekommen ist. Oh, Limestone-Blocks. Oh ja, gut. Nicht ewig weit weg. Also, hier machen wir mal Deconstruct. Kümmert euch mal drum, dass das Ding hier abgebaut wird. Was bauen wir jetzt hier? Bauen wir eine Wood? Ja, bauen wir eine Wood. Schon direkt jemand? Ja. Hauling Steel to build Autodoor. Hier wird es immer noch kalt. Wird langsam wärmer. Und schon steht die Tür wieder. Super. Können wir mal gucken, kann man lesen, was der gegessen hat? Watch Tim attend to tame me. Nö. Einfach nur, wie er darauf reagiert, was er gegessen hat, steht hier gar nicht. Hier haben wir einen Superior-Stuhl. Shadi, Normal, Shadi. Dann bauen wir doch mal. Ne, wir haben ja unten schon ein paar. Pur. Achso, der ist da sogar installiert. Bauen wir doch noch mal ein paar Dining Chairs. Haben wir genug Holz? Ja, 60 Holz kostet einer. Bauen wir doch noch mal zwei. Könnte mir dann vorbeikommen und die kaufen wollen. Eigentlich kann ich dem Boomer auch sagen, lass das doch bitte den Cheesy bauen. Okay, der hat auch 9. Eins unterm Cheesy, also passt das eigentlich. Aber sonst macht halt auch nichts Wichtiges. Art ist halt pur. Mhm. Deconstruct. Masterwork. Boah. Ich hab ihm Unrecht getan.
Polen brauchen wir nicht. Masterwork. Okay, hier ist sogar was engraved und so. Möchte ich jetzt nicht lesen, mir viel zu viel Text. Kann man ja mit der Pausefunktion lesen, wenn es irgendjemand interessiert, was der Tim da gemacht hat. So, da ist noch ein Shoddy. Den machen wir weg. Und dann Reinstall. So, warten, bis das weg ist. Okay. Unser Kühlschrank wird langsam echt voll. Es hat Kling gemacht. Was heißt es? Minor Breakfast. Denise, warum? Was kann man dir tun? Du wurdest beleidigt. Du wirst hungrig. Iss doch. Feeling bad. Einfach nur so. Und du hast zu wenig Spaß. Dann liegt es ja an dir, das zu ändern, Denise. Bauen wir auf jeden Fall mal einen schönen Stuhl hier rein. Da freute ich doch alle. Oh, Smoke Leaf ist das erste Mal. Ah, das wird sogar schlecht. Ja, okay, One Season. Können wir damit jetzt schon direkt was machen? Oder wo wird aus Smoke Leaf was hergestellt? Ich glaube, der speichert das dann erstmal ein bisschen irgendwo ab. Auch ganz schön viel, was wir da wieder gebaut haben. Jetzt wird hier mal endlich Haygrass angebaut. Hier oben die Baumwolle, da kümmert sich keiner drum. Du hast was zu essen bekommen. Denise kümmert sich um ihn. Wie glücklich ist er? Gar nicht. Hier wird jetzt ordentlich mal was abgebaut. Warum ist jetzt ein Dach hingebaut? Okay, da scheint was drin zu sein. Wenn nicht, das nicht Mining, sondern das hier Mining. Da scheint was hier drin zu sein. Deswegen hat er da jetzt auch gerade ein Dach drauf gebaut. Bin ich aber gespannt. Und hier haben wir auch noch Compacted Steel. Ein bisschen Stahl schadet ja nicht. Kühlschrank ist echt richtig voll. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Ein voller Kühlschrank, das hat ja noch nie jemandem geschadet. Wollen wir irgendwie mehr Essen irgendwie dauerhaft da haben? Ich wüsste jetzt auch nicht, was es bringen sollte, dass es halt mehr produziert sind, weil so von der Menge reicht es ja vollkommen. Area revealed, da ist es doch. Da war gar nichts drin. Okay. Vielleicht auch besser so. So, wenn das dann alles mal durch ist, hier kann man noch Compact Machinery. Wenn ihr das geschafft habt, ja, macht dann Dach drüber, macht was ihr wollt. Dann habt ihr, glaube ich, erstmal hier genug hier abgebaut. Das kann ich alles gar nicht verbrauchen. Die Überwachungssysteme, die haben keinen Strom. Warum habt ihr... Ach, okay, weil die Schalter ausgeschaltet sind. Ja, natürlich. Cargo-Pots, die habe ich gerade landen sehen. Was gibt's hier? Boomaloo Leather. Wow. Leder ist nie verkehrt. Ihr flirtet während der Arbeit. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ah ne, ist der Tim, hä? Mit wem hat der Tim gerade geflirtet? Social. Okay. Hardworker versus Lazy. Kann man gucken, ob wie die sich... Attempt to woo Manu into romance. Manu reject the advance. Aha, Tim! Das macht man aber nicht. Du flirtest hier mit vergebenen Leuten. Das ist nicht in Ordnung. Gibt's auch noch andere Frauen, nämlich Denise. Und mit der flirtet irgendwie keiner. Oder...
Du magst auf jeden Fall Marco und Tim nicht. Aber den Di Manu und den Chesi magst du. Ihr mögt euch auch gegenseitig ziemlich gerne. Hm. Denise und Chesi, ich glaube, da geht einer. Hat schon ein bisschen was von Sims hier, ne? Na komm, ich muss ja so viel zum Abbauen. Das liegt hier alles rum. Braucht ja alles gar keiner. Die Skype-Chess ist ja noch mitten dabei. Wie ist denn hier die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Typen kriegen? 0,96%. Yes. Das geht ja richtig voran hier. Warum können wir denn bei dem nicht sehen, was der gegessen hat? Da, oder Records? Nee. Stats? Nee. Was frisst du? Nutrition Eaten. Ah ja. Time Finding Food and Eating. Ja, ja, also das hätten wir auch gerne. So ein Timer, wo man sehen kann, was wir alles schon in unserem Leben so gemacht haben oder eben nicht. Baut ihr weiter fleißig ab und was machst du dann? Ja, du researchst mal wieder, das gefällt mir. Du kriegst auch echt gute Laune dabei. Feeling terrible. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, dir geht's gut, aber nö. Feeling terrible hat ein bisschen Schmerz. Und weil du von Manu abgewiesen wurdest, geht's dir nicht so gut. Aber das Essen ist gut, du hast keine, du warst auf der Party. Und der Stuhl, der ist gut, auf dem du sitzt. Na, da wär's ja nur normal. Da ist immer noch ein Schoddy-Stuhl. Wie sieht's denn mit Holzmäßig so aus? Da können wir hier mal. Können wir hier mal sagen. Chopwood. Sind nur zwei Bäumchen, aber. Ein bisschen. Oh, wir haben keine Schlafplätze mehr für die Alpakas. Komm, weil wir da drüben gerade so viel Platz haben. Zone Area? Nee. Wo haben wir es denn? Wo haben wir denn die Animals? Da, Animal Sleeping Box. Okay, fits any animal. Nee, aber Cloth habe ich halt nun wirklich nicht, deswegen... Animal Sleeping Spot. So. Nur falls die Alpakas das irgendwie nicht so geil finden, da die ganze Zeit draußen zu pennen, kriegen sie halt so ein kleines Häuschen hier. Denise bringt ein paar Sachen zurück, das ist auch gut. Die Alpakas liegen hier rum. Oh, was haben wir denn hier? Ein Ostrich? Tja. Das war's dann auch für dich, wenn du uns so nahe kommst, dann wirst du halt zu essen gemacht. Kann man mit Ratten eigentlich irgendwas machen? Na, Jesse schießt schon richtig gut. Der wird schon so ein kleiner Scharfschütze, der Gute. Sagt er und schaut ihm beim Vorbeischießen eigentlich. Zu. Was haben wir hier? Matt. Hier ist ein Bär. Naja, mit einem Bär sollte ich mich vielleicht noch nicht anlegen. Da haben wir jetzt zwei Tiere drin. Das Essen wird langsam echt viel. Sollte ich auch vielleicht nicht so viel Essen auf Lager haben, weil das Essen verbraucht auf jeden Fall mehr Platz als die Rohstoffe. Duster ist abgeschlossen. Wir haben ein Duster. Ist das das? Nee, Cloth Shirt. Wo ist denn ein Duster? Duster?
Boomaloo Blether Duster. Den hat doch der Manu direkt angezogen. Wer hat denn noch Tattered Apparel? Manu, hast du immer noch Tattered Apparel? Awful Poor. Ja, du hast noch keine Hose. Hier oben haben wir ganz viel Leder. Haben wir jetzt auch Cloth? Ja, wir haben auch Cloth. Was sagen hier so die Bills? Make Parker. Wir brauchen ein paar Hosen. Add Bill. Make Pants. Davon brauchen wir auch mal 4. Wäre ja mal ganz schön, ein paar Höschen zu haben. Das hat wieder Kling gemacht. Meiner Braveress. Blume, warum? Very joy deprived. Mach doch halt, was Spaß macht. Cleaning Animal Filth. Mach doch was, was Spaß macht. Könnte ich hier sagen, hab Spaß? Nee, kann ich nicht. Das musst du schon selbst entscheiden. Und warum legst du dich jetzt ins Bett? Habt ihr euch getrennt? Habe ich das irgendwie nicht mitgekriegt? Oh, und hier wollte ich doch das uninstall und hier soll der Cheesy rein. Habe ich da was nicht mitgekriegt? Social. Manu. Got some lovin'. Lover. Ah ne, er ist verletzt. Was hast du denn wieder gemacht? Ach, dein Asthma. Ach, das Asthma. Ich dachte schon hier, ich habe wieder was nicht mitgekriegt. Aber dafür ist das Krankenhaus ja auch da, dass die sich da hinlegen können und wieder zur Ruhe kommen. Werden mit der Medizin eigentlich schlecht? Nee, ich glaube nicht. Ihr sammelt hier fleißig den Kram ein. Cargo Pots mal wieder. Neutroamin. Das ist doch irgendeine Drogenscheiße. Naja. Holen wir es uns mal. Kann ja nicht so schlimm sein, ne? Das werden neue Hosen. Das ist gut. Die brauchen wir. Chase fängt wieder an, Baumwolle zu pflanzen. Und die Growing Season ist ja auch bald vorbei. Am 11th of Fall ist die einfach vorbei. Dann wachsen die Pflanzen nicht mehr. Meiner Breakfast, Denise. Warum? Weil du immer beleidigt wirst. Weil du Schmerzen hast, weil du nicht geschlafen hast, werde ich dann geweckt. Ob man irgendwie sagen kann, noch räumt nicht in den Räumen auf, wo jemand schläft. Ich glaube, das geht nicht. Der Raum könnte halt schöner sein, aber wie schön ist er denn aktuell? Ugly. Okay. Wie würde es denn mit einem großen Tisch aussehen hier drin? Der passt ja auch noch rein. Komm, machen wir Reinstall. Deconstruct. Reinstall. Reinstall. So. Gucken, wer sich jetzt erst darum kümmert, dass hier unser Esszimmer, was auch immer Zimmer, mal ein bisschen schöner gemacht wird. Hier pennt ihr erstmal aus und die Nies ist fröhlich am Kochen. Das finde ich doch eh eigentlich gut. Kriegen die nicht eigentlich einen Mood Boost, wenn die... Sie ist doch hier Night Owl, oder? Night Owl. She gets a Mood Boost if awake night. Ist sie das? Wir haben 3 Uhr. Ja, dann müsst ihr doch einen Mood Boost bekommen. Da. I feel much better at night. Das ist doch gut.
Manu setzt sich an den Tisch, redet ein bisschen mit Denise, wenn sie da rumarbeitet. Tim bastelt an der Hose. So, das ist abgerissen jetzt. Jetzt kann ich immer schnell einen neuen Tisch hinsetzen. Wo ist denn der Cheese hin? Der ist gerade im Stehen. Bau doch hier mal den Tisch. Ist reserved bei Blume. Okay, dann baut Blume eben den Tisch. Aber wir brauchen auch noch zwei neue Dining Chairs. Gut ist der sogar geworden, ist auch schön. Bauen wir die neuen Stühle hin. Wie sind die so geworden? Shadi und Pur. Also mindestens mal drei, die wir austauschen müssten. Ja, eine Eclipse. Ich weiß, dass eine Eclipse ist. Danke, dass du es mir nochmal gesagt hast. Das heißt, wir kriegen jetzt erstmal keinen Strom hier durch, aber wir haben hier drei volle Batterien und ein Windrad. Also das sollte jetzt erstmal noch funktionieren, denke ich. Wie läuft es bei euch denn sonst so? Research wird halt nicht so gemacht, weil ich jetzt hier die Klamotten abmachen lassen. Sind die denn hier überhaupt? Ja, Cloth Pants. Normal. Steht hier auch, dass ich, ob ich die gemacht habe? Nee. Aber Manu hat sich doch aufgeregt, dass er keine richtigen Klamotten hat. Boomelope. Leather Pants Superior. Nicht schlecht. Der wird hier auch gebaut worden sein, denke ich. Gebaut. Oh, ein Raid. Prepare, defense, or attack them preemptively. Also, die bereiten sich erstmal darauf vor. Aber es sind vier Stück. Einer hat sogar Granaten. Und von wo kommt ihr? Von unten wahrscheinlich. Also, Flick Switch. Manu, wo gehst du hin? Hauling Limestone. Ist das dein Ernst? Ja, das schaffst du wahrscheinlich sogar. Flick Switch. So, also der Tim nicht. Denise nicht, Manu aber schon. Meiner Breakrist. Wo sind denn die Gegner hin? Ah, die sind hier unten, chillen noch. Was habt ihr denn für Waffen? Survival Rifle pur. Pistole, Granaten, okay. Es wird auf jeden Fall interessant werden. Und ich kann ja mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja noch. Schaffe ich es noch, ein Turret dahinzustellen? Noch ein zweites? Security, Improvised Turret. Chasey, hast du gerade kurz Zeit? Mach das doch gerade mal. Vielleicht schaffen wir das Ding ja noch fertig zu kriegen. Der Manu rennt hier wieder rum. Was machst du jetzt hier? Der holt hier noch die Steinchen. Und warum ging es jetzt nicht gut? In Darkness, ate without a table, aber sonst geht's ja doch super. My rival star died. Okay, die sind hier unten noch unterwegs. Der Turm steht. Das ist mein Vieh. Nein, der Turm steht noch nicht. Der Cheesy baut gerade. Die brauchen halt ein bisschen Stil, die Dinger. Ihr bewegt euch noch nicht, oder? Nee. Das ist gut, wenn ihr noch am Rum chillen seid. Kriege ich bis dahin vielleicht noch das Ding fertig. So, beginning their assault. Das hat geklappt. Cheesy Draft.
komm hier hin. Blume, Draft, komm hier hin. Manu, Draft. Komm hier hin. Das muss hier mal weg, dann später. Weg mit dem Scheiß. Gucken wir nochmal, ob das klappt. Okay, der Cheesy kommt hier direkt runter. Der Logan, der rennt halt wie ein Geistesgestörter hier vor. Nein, 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 lass ihn nicht werfen. Fuck. Da liegt eine Granate jetzt. Ihr drei müsst mal da wegrennen. Genau neben den Türmen. Wie geht's denn denn? Den geht's immer noch richtig gut. Und Cheesy, gib du mal hier oben in Deckung. Manu geht hier in Deckung. Und Blume geht mal hier in Deckung. Das in Deckung gehen, Blume. Weil die Dinger explodieren jetzt. Super. Warum bist du denn stehen geblieben, Blume? Tim, kannst du den hier mal kurz rescuen? Den brauchen wir nämlich. Manu, Granate. Fuck. Fuck, fuck, fuck. In Schock. Bin auch gerade in Schock. Weil er nicht geschafft hat, den auf die Entfernung niederzuschießen. Macht der arg Schaden im Nahkampf? Mili 2. Der wirft jetzt gleich eine Granate darüber. Jay-Z, kannst du hier rausrennen? Nein, kannst du nicht. Der hat dich nämlich geblockt. Toll, beide down. Manu, in die nächste Deckung. Jetzt benutzt unsere Deckung, der Arsch. Manu, geh in Deckung. Ich glaube, du musst da einfach mal dich weiter zurückziehen, Manu. Nee, Tim, wo gehst du nicht hin? Das bringt dir nämlich nichts. Kriegst du nur auf die Schnauze. Was willst du denn gerade machen? Du willst die Sandbags repairen. Nee, du rennst aber eh gleich weg. Tim. So, jetzt kommt er nämlich hier an. Unser Tierchen fängt an zu kämpfen. Manu, Geh mal da hoch. Nein, nein, nein. Ihr kippt nicht den Cheesy. Na, schnapp ihn dir. Manu, 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 du schaffst das. Wir haben ja da sonst keinen mehr, der sich um irgendwas kümmern kann. Fuck! Nicht den Cheesy! Lauf, Manu! Nein! Du musst ihn noch kriegen! Fuck. Cheesy ist weg. Weil du nicht treffen kannst, Manu. Deswegen. Deswegen ist jetzt Cheesy entführt worden. Scheiße. Scheiße. Nicht der Jay-Z. Er ist weg. Och nein. Das ist gerade richtig kacke. Jetzt
habe ich einen verloren, der wurde entführt. Ich hätte ihn mit Tim retten können vorher. Aber man lernt halt. Schade, Cheesy. Weg bist du. Naja, gut. Dann sage ich mal bye bye, Cheesy. Und bye bye, liebe Zuschauer. Dann mache ich mal kurz eine Pause und weiter geht's dann ohne Cheesy in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.